Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Gameplay. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin der GameTolik. Und heute möchte ich euch No Man's Sky vorstellen. Es ist jetzt seit einigen Tagen raus. Ja, Ziel in diesem Spiel ist es, die ferne Galaxie zu erkunden und den Kern des Universums zu finden. Ja, hier kann man craften, seine Ausrüstung verbessern. Man hat hier Waffen, Granaten. Man kann auch sein Schiff verbessern. Und ja, noch viel mehr. Aber ich möchte das jetzt nicht alles hier sagen. Das werden wir im Laufe des Spiels sehen. So. Ja. Folgende Situation. Wir sind hier mit unserem kleinen Schiff. Ich würde jetzt mal sagen, notgelandet. Und ja, und jetzt müssen wir versuchen, unser Schiff wieder auf Vordermann zu bringen. Ja. Ich habe das Spiel schon ein bisschen vorgetestet. Und in den Kisten ist wahrscheinlich nichts mehr drin, weil ich das schon... ja, ausgebeutet habe. Hier zum Beispiel, hier habe ich schon alles ja, geklaut, kann man sagen. Nein, Quatsch. Ja, und aber hier, das kann ich nochmal zeigen. Was tun wir hier? Ah, ein Alien! Oh, doch nicht. So, die Realität scheint sich zusammenzufalten. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig, viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte da etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich, gerade erwacht und noch benommen, manipuliert? Ein Name brennt sich in meinen Verstand ein, Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Die Führung des Atlas annehmen, die Führung ablehnen und frei erkunden. Ja, anscheinend will ein Alien, dass ich ihr folge, aber ne, wir sind freie Menschen, wir lehnen das ab und erkunden frei. Yeah. Wir sind Guerillakämpfer. Nein, Quatsch. So, ja, komm, ehrlich. Die Kugel... ah, hier, die rote Kugel schwillt an und ich sehe nichts als Popo... ah, scheiße. Sorry. Das habe ich total vergessen, dass da noch ein Text kommt. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, also ich bin hier auf einem, ja, bunten Planeten gelandet. Ich kann euch ein bisschen zeigen. Ja, die Sonne geht, glaube ich, jetzt unter, aber normal ist der grün. Also ist ja alles green. Also ich glaube, ich weiß schon, wie ich den Planeten nennen würde. Mal gucken. Irgendwas mit green. Oder grün. Mal schauen. So, okay. Genug gequatscht. Hier haben wir unser Menü. Das ist von dem Multi-Werkzeug. Das ist unser Crafting-Werkzeug. Aber ich glaube, damit kann man auch schießen. Hier kann man die Projektile ändern. Hier anscheinend. Ah, hier kann man auch später Granaten machen. So. Dann haben wir noch was. Raumschiff. Hier, das ist jetzt über unser Raumschiff. Startschubdüse. Oh, anscheinend ist das hier kaputt alles. Das muss ich wahrscheinlich dann gleich reparieren. Ja, und dann haben wir noch hier den Exo-Anzug. Da kann man auch ein paar Sachen verbessern. Oh, wir haben hier einen Jetpack. Das finde ich genial. Ah, das ist unser Schild, Exo-Anzug, Umweltschild. Oh. Okay, also ich habe mir gedacht, wir fangen erstmal mit den Multi-Werkzeugen an. Zum Beispiel hier der Scanner. Der ist nicht einsatzbereit. So, dazu brauchen wir Kohlenstoff. Und ja, ich würde sagen, wir suchen nach Kohlenstoff, ne? So, also hier kann man
praktisch fast alles craften. So, Kohlenstoff. Dann nehme ich mal ein bisschen. Ui. Hm, lecker. Ich glaube, das müsste fast reichen. Warte mal, ich mach mal noch eine Pflanze. So. Ich glaube, das müsste reichen. Multiwerkzeug. So. Scanner. Ja. So, jetzt können wir unseren Scanner benutzen. Zeige ich euch gleich. So, was ist das? Analysevisier. Okay, optische Verbesserungs- und Kreaturenentdeckungssystem. Ermöglicht es dem Nutzer, planetare Kreaturen zu markieren und diese sowie entfernte Wegpunkte und Alienbauten zu identifizieren. Oh. Ja, ich würde sagen, wir machen das auch am besten. Schnell. So, was brauchen wir dafür? Eisen, ne? Eisenoxid. Oh, ich finde das irgendwie witzig mit diesem Crafting-System. Also ich muss sagen, dieses Spiel hat sehr viel von anderen Spielen. Nur halt alles in ein Spiel gepackt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. So. Multiwerkzeug. So, Analysevisier. Yeah, können wir benutzen. Ach, so, das benutzen wir gleich mal. Was ist das? Das ist unser Bergbaustrahl. Wieso nimmt unser Strahlschutz ab? Was? Na warte, wenn man sich aufladen möchte. Wow. Kann man in das Schiff reingehen? So. Oder man versteckt sich in Höhlen. Also wo es auf jeden Fall Schatten gibt. Dann lädt der deinen Strahlenschutz wieder auf. Das ist ganz cool. So, okay. Dann haben wir schon mal... Momento. Multiwerkzeug. So. Ja, das kann man später irgendwie aufladen. Ich probiere mal den Scanner eben aus. Also ich glaube mit C. Ah. Ah, guck mal, da zeigt er uns Punkte an. Aha. Oh, was ist das? Ah. Das ist... Tamium. Hm, was kann man damit machen? Tamium nochmal. Okay. Haben wir... Nochmal, warte, ich aktiviere nochmal den Scanner. Wow. Oh ne, jetzt ruckelt er wieder. Ja, ich muss mich dafür entschuldigen, manchmal ruckelt er ein bisschen. So, warte, ich nehme das nochmal. Okay, nichts passiert. Naja, mal gucken. So. Ich zeige euch am besten erstmal ein bisschen die Gegend. Was ist das? Und sammle zwischendurch mal ein bisschen auf. Ein. So. Platin. Oh ja, immer her damit. Lecker. So, irgendwie habe ich hier so einen dauerhaften Ruckler. Hör mal auf damit. Oh, was war das denn? Habt ihr das gehört? War, glaube ich, irgendwie so ein Dinosaurier oder so. Hat sich so angehört. Ich hoffe, hier laufen keine T-Rex-Viecher rum. Ah, guck mal, da sind diese Beobachter. Oder Hüter. Ich mach nix. Ich bin nur ich mach hier nur meinen Urlaub. Also, wenn ihr zu viel craftet, dann greifen die euch an. Also, lasst euch nicht dabei erwischen. So. Aber das mit dem Jetpack ist geil. Puh. Boom. So, haben wir eigentlich... Also ich habe jetzt hier noch keine Aliens gesehen. Oder Lebewesen. Aber ich denke mal, die kommen eh noch irgendwann raus. So, Moment. Gehen wir mal da oben gucken. Was ist das denn?
Ah, damit kann man zoomen. Cool. Okay. Alles klar. Uchi. So. Was ist das? Wissensstein. Das sieht interessant aus. Wir wollen natürlich viel Wissen haben, ne? Du hast das Wykin-Wort für Eindringling gelernt. Wow. Ey, cool. Ich habe eine Aliensprache gelernt. Yay! Also, das fasziniert mich auch an dem Spiel, dass man so Alien-Kulturen kennenlernen kann. Das ist auch sehr geil. So, was ist denn hier oben? Also ich habe das Gefühl, ich denke mal, wir haben jetzt schon abends, also auf diesem Planeten, und ich habe das Gefühl, die Anziehungskraft ist ziemlich stärker geworden. Oder weil mein Strahlenschutz bei 50% ist, könnte auch sein. Naja, okay. Achso, hier ist wieder dieses Tamium. Aber immer her damit. Ups. So, also fast jede Pflanze hier hat irgendwas. Das ist Kohlenstoff. Oh. Warte, ich schau mal eben hier. Was ist das denn? Eisen. Eisenoxid. Oxid. Oxid. Oder? Wie spricht man das aus? Oxid? Oxid? Oxid, ne? So, was ist das? Das sieht aus wie so ein... wie so ein Gehirn. Ein überdimensionales Gehirn. Oh, da kann man viel Eisen abbauen. So. Na gut. Ja, ich schau mal eben, was ich hier noch craften kann. Also hier habe ich alles fertig. Raumschiff. Ne, warte mal, erstmal gucken, was was mein Exo-Anzug so zu bieten hat. Lade die Ausrüstung auf mit Zink, Titan oder Schildsplitter. Aha, damit kann ich also meinen Anzug aufladen. Okay, ja, mach ich noch nicht. Erstmal nicht. Lebenserhaltung. Isotop-Elemente. Aha, guck mal. Ich habe ja gerade diese roten Pflanzen da eingesammelt. Mit diesem Stromzeichen drauf. Und die sind dafür. Die sind für die Lebenserhaltung. Aha, und schon haben wir was gelernt. So, ich schalte mal meinen Scanner an. Aha, guck mal, da ist wieder so eine Pflanze. Uhu. Ich weiß, bewege ich mich so langsam. Ich laufe mal jetzt. So, hier ist wieder Eisenoxid. Also Eisenoxid gibt es hier genug. Das haben wir schon mal festgestellt. Wow, was war das denn? Das war da, da war es wieder. Also irgendein Viech brüllt hier rum. Ah, hier, guck mal. Isotop. Hat sich was in unserem Anzug verwendet? Ja. Hat sich ein bisschen verändert. Ja, gut, ja, die kann ich ja zwischendurch einsammeln. Da will ich will euch jetzt nicht damit quälen. Oh, Raumschiff. Was können wir denn da machen? Impulsantrieb. Raumflugantrieb, Booster und bei Bedarf auch Impulssprünge durch lokale Systeme. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Laden des Impulsantriebs Tamium 9 erforderlich ist. Zum Aktivieren des Impulssprungs A und D gleichzeitig gedrückt halten. Mit Space die Geschwindigkeit schon wieder des Flugs aktivieren. Ja gut, wir wollen jetzt noch nicht fliegen. Aber wir brauchen 200 Heridium, 2 Karitplatten,
und Zink, um das zu reparieren, okay? Und hier brauchen wir 4 Kriegplatten. Das scheint zu funktionieren. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, Herium zu sammeln. Und Zink. So. Ja. Heridium. Oh, ich bin gleich fast kaputti. Ich glaube, ich muss wieder zurück zum Schiff. Ich will jetzt hier nicht abkratzen. Bei meinem ersten Gameplay. Das wäre ein bisschen Otto-mäßig, ne? So, okay. Ah, vielleicht haben wir ja da in der Nähe sowas versteckt. Boah, irgendwie bin ich langsam. Wieso bin ich so langsam? Was ist das? Wow, Aluminium. Ui. Oh, jetzt wissen wir schon mal, wo Aluminium ist. Oh, cool. So, wo ist mein Raumschiff? Moment. Oh, hier gibt es wieder diese Blümchen. Die für meine Lebenserhaltung gut sind, aber egal. Kann ich später suchen. Ich muss jetzt erstmal zu meinem Schiff zurück. Da ist es. Hier dieses Zeichen, seht ihr das? Dieses Weiße? Mit diesem... Ja, das sieht wirklich aus wie ein Raumschiff. Das zeigt uns den Weg zu unserem Schiff. Was ist das? Ui. Ein kleiner Mini-T-Rex. Ist ja cool. Wow, ich krieg Geld für Entdeckung. Ist ja geil. Erwachsen. Radikal. Typ radikal. Absorbiert Nährstoffe. Ist ja ein Ding. Wir haben ein Tierchen entdeckt. Also hier könnt ihr alles Mögliche benennen. Ich könnte jetzt dieses Viech umbenennen. Ich denke mal, das werde ich vielleicht im nächsten Video oder später mal machen. Ist ganz cool irgendwie. So, ah, da ist mein Chef. So, jetzt gehe ich mal runter hier. Hm, was ist das? Ist auch wieder irgendwas. Ah ne, da, das war der Wissensstein, den habe ich ja schon aktiviert. So, ich springe hier mal einfach runter. Whoopi, Banzai! Gut, dass wir unsere Jetpack haben. So, jetzt gehe ich schnell in das Schiff rein, damit ich wieder vollen Strahlenschutz habe. So. So, jetzt lade ich mich wieder auf. Ja, also das Spiel ist voller Überraschungen, wie gesagt. Und mal gucken, ich warte erstmal, bis mein Schild aufgeladen ist. Oder wenn ich aussteige, ist das schon voll aufgeladen. Mal gucken. Nee, ist es nicht. Ich muss drin bleiben. Nee, ich dachte, ich muss einmal rein und dann wieder raus. Ja. Eben kurz warten. Ja, aber cool, dass wir schon so einen kleinen Bewohner dieses Planeten gefunden haben. Kleiner Rex. Kleiner T-Rex. So. Wir wollten ja was suchen. Ne? Jetzt habe ich wieder hier zu viel gequatscht. Tut mir leid. Exo-Anzug. Nee, das wollte ich nicht. Raumschiff. So, Heridium. Ja, Heridium. So, ich aktiviere meinen Scan. Vielleicht ist es dann einfacher. So, das ist es nicht. Das wollen wir erstmal nicht suchen. Eisenoxid. Ne, Eisenoxid brauche ich nicht.
Ne, Moment, ich glaube, da oben war ich noch nicht. Ich glaube, da oben gibt es bestimmt tolle Sachen. Ah, es gibt hier überall tolle Sachen, glaube ich. So. Boah, ich weiß nicht, warum bin ich so langsam. Das nervt irgendwie ein bisschen. Schneckentempo. Da gibt es Eisen. Das gibt es, glaube ich, überall hier. Was ist das? Kohlenstoff. Kohlenstoff gibt es ja auch unendlich. Und das ist ein Steinchen. Eisen wieder. Langweilig. Mir ist langweilig. Nein, Spaß. Kohlenstoff. Bla bla bla. Das sieht sehr interessant aus. Was ist das? Ist das wie weiß ich nicht, wie irgendwie so ein Urzeit, weiß ich nicht. Vielleicht war hier mal irgendwie so ein Tempel oder so. Von irgendwelchen UFOs. Man weiß es nicht. Ey, komm, lauf mal, Junge. So. Hier, ja, da ist es doch, was wir brauchen. Oh, ich flieg jetzt einfach mal hin. Ja, das brauchen wir nämlich. Oder? Heridium? War das richtig? Oder vertue ich mich wieder? Ja, Heridium. 200. So, jetzt hole ich meine geile Laserkanone raus. Und balle mal hier ein bisschen rum. Das ist ja keine Laserkanone, das ist ja eine. Ein Crafting-Werkzeug. Noch nicht zu viel, sonst überhitzt mein Werkzeug. Da oben rechts könnt ihr das sehen, das füllt sich ja immer mehr. Und wenn sich das überhitzt, ist es ein bisschen doof. Da muss man immer so lange warten. Deswegen mache ich das lieber nicht. Gib mir mehr Heridium. Habe ich... Hört ihr das? Da ist doch eh... Mama. Ha! Da ist doch was geflogen, oder? Was ist das? Da ist doch was geflogen. Da. Seht ihr das? Egal. Ich will jetzt nicht vom Thema ablenken. Wir wollen Heridium. Heridium. Gib mir mehr Heridium. So. Oh, lecker, 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 lecker. Heridium. Gib mir mehr Heridium. Hauptsache, das fliegt nicht runter. Ich habe hier alles abgebaut, aber das schwebt immer noch in der Luft. Oh, mein Werkzeug ist gleich leer. Mein Akku ist gleich leer. Ja, Heridium, yeah. Das Steinchen nehme ich auch mit. Hey! Yeah. Hä? Oh, das ist nicht gut. Ja, das reicht noch. Ich sehe nur blaue Lichter. So, habe ich das komplett abgebaut? Nee, ne? Ja, ich will alles mitnehmen hier.
glaube, ich habe es alles abgebaut. So, wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben genau 200. Perfekt. So, als nächstes brauchen wir Zink. Dann suchen wir mal Zink. Ich weiß nicht, aber irgendwelche Viecher schreien hier rum. Oh, guck mal. Leben. Da ist was. Flora. Aha. Das ist für Leben, alles klar. Für Lebensenergie. Yeah. Das ist für die Lebenserhaltungssysteme. So, warte mal. Und hier haben wir wieder Heridium, aber das brauchen wir jetzt nicht. So, wir haben noch 3 Minuten und dann werde ich diese Aufnahme beenden. Ich denke mal, ich werde nicht schaffen, Zink zu finden. Jetzt in diesen letzten Minuten. Aber egal, wir versuchen es trotzdem weiter. Zeit, wir haben ja noch ein paar Minütchen. So. Aha, was ist das für eine Höhle? Erstmal scannen hier. Wow. Ey, der hat mein Flugzeug geklaut. Ah, nee, doch nicht. Das war nicht mein Flugzeug. Mein Flugzeug ist kaputt. Aber wir werden es bald reparieren. Aber ich werde nicht direkt wegfliegen. Ich werde diesen Planeten noch weiter erforschen. Ah, hier gibt es so viel noch zu entdecken, denke ich. Plutonium. Sammle ich mal ein. So. Wo gibt's denn hier Zink? Lebensenergie kann ich immer gebrauchen. Boah, ist aber ganz schön wenig. So, warte mal. Ich meine sogar, man kann sogar jede Pflanze benennen. Probiere ich mal eben aus. Ja, kann man. Bisschen Ding. Ey, ich kann echt hier alles benennen, was ich will. Oh, ich glaube, es ist besser, wenn ich zurückgehe. Ich glaube, ich habe Zink gesehen. Ich glaube, ich habe Zink gesehen. Ich glaube, ist das Zink? Müsste Zink sein. Und es ist Zink, Baby. Yeah. Nein! Oh, Scheiße. Das gibt es doch nicht. Oh. So, was kann ich denn wegschmeißen? Das war Fail, bis zum geht nicht mehr. Wie kann... Oh, oh, wie kann ich das übertragen? Hier. So, jetzt habe ich wieder Zink. So, cool. Den brauche ich nicht mehr. Raumschiff. Nee. Fertig. Jetzt muss ich Karitplatten machen. So, Leute. Ja. Muss ich eigentlich im Schiff speichern oder kann ich auch so speichern? Probieren wir mal aus. Naja, ist auch egal. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der zweiten Folge. Tschüss!